Auf der Seite bitte. Nein, Drake. Auf die andere Seite. Ah, was macht er denn? Jetzt sag, genau. Toll. Okay. Bleib mal hier, hier ist nichts mehr. Da unten ist wieder ein Frodo-Bild. Oh, wow. Und wir müssen runter. Oh! Oh, oh, oh! Fuck you! Jawohl! Oh, oh, komm, komm schon! Der Gang war nützlich. Komm her, du. Komm her, du. Oh! Komm, 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 komm! Lass dich erwischen! Jawohl. Wunderbar. Hätten wir das geklärt. Oh Gott. Fuck. Was ist das denn wieder? Steht hier mitten im... Du bist aber auch ein Idiot. Steht mitten im Flur hin und wartet nur auf mich. Ja, ja. Schießt, schießt, schießt. Er ist da drüben. Bam. Das hat Kopfschmerzen gemacht, ne? Oh, wow. Ach, schau, wo ich bin. Red, hörst du mich? Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Oh Gott, bin ich so blöd. Schaut her. Ach nein, nee, oder? Hier konnte ich doch nicht durch, ne? Hier war zu. Als ich hier war. Ja, hier war definitiv zu, glaube ich. Hier war ein Gitter. Und jetzt kann ich da entlang. Juhu, juhu, da freu. Ich habe nichts verpasst. Sehr schön. Ich kann den Schatz, der da drüben vor sich hinglänzt, noch holen. Ja, Jesus Maria, das soll einer wissen. Hey. Puh. Das beruhigt mein Gemüt immens. Dann werden wir jetzt gleich mal hingehen und es uns schnappen. Nicht runterfallen jetzt. Obwohl, die Treppe ist ja da. Kann ja nicht mehr viel passieren. Heppa. Munition. Da geht es vermutlich nochmal weiter und ich will erstmal hier den Schatz holen. Jawohl. Finally. Oh, endlich. Hallo, goldener Vogelgefäß. Goldenes Vogelgefäß. Maybe Lüb, kompetenter Schatzsucher, dankeschön. Oh, eine Kerze, oder? So ein Kerzenständer. Oder wie sehe ich das? Schick, schick. Nehmen wir mit. Danke, kompetenter Schatzsucher. Hört sich gut an. Gibt's hier was Neues? Nein. In die Kirche sollen wir jetzt. Das soll eine Empore sein. Oh Gott. Oh je. Wieder hohes Terrain hier. Dann wohl darüber. Auf geht's, Drake. Oh. Sehr schön. Oh je, oh je. Oh Gott, wer bist du denn? Wer bist du, der hier in diese Säule eingeritzt ist? Oh Gott, das hält doch niemals. Das bricht doch jetzt ein. Okay. Passt. Darüber. Und hier rüber. So. Was ist hier links? Eine Treppe. Ach, guck mal. Natürlich, hier war ich doch schon. Das ist doch jetzt wieder der andere Weg. Jetzt bin ich wieder unten. Hier war ich doch auch schon. Ich bin etwas verwirrt. Jetzt laufe ich auf den ganz normalen Weg zurück. Oh, nein, okay. Hier ist zu. Hm. Na gut. Wird schon alles passen. Oh ja. Oh, ein Riesenbaum. Nice. Vöglein. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, wie es hier aussieht. Okay, oh. Jetzt bin ich genau hier, nämlich. Ja, jetzt bin ich hier oben. Wunderschönst. Da unten ist das Tor, das uns hier vor der Nase zugeschlagen wurde. Und jetzt muss ich wohl... Ah ja, okay, hier dran. Ich sehe schon. Bitte spring sofort dran. Jawohl. Geil. Da hoch. Das bricht bestimmt weg. Ich sehe jetzt schon, dass es so brüchig ist. Schau hin. Und jetzt... Okay, hier dran. Oh, Wahnsinn, ist aber hoch. Da ist die Kirche. Okay. Dann rein hier. Oh. Schießerei, oder? Ja. Oh, irgendwie. Richtig. Du bist tot. Das werden wir mal sehen, wer hier tot ist.
Na, wer ist tot? Oh Gott. Ach, jetzt bin ich wieder in der Kirche hier. Schau, ja, das ist die Kirche. Jetzt bin ich hier oben. Sehr schön, da unten habe ich gewütet. Man sieht es. Okay. Jetzt schließt sich der Kreis langsam. Nicht schlecht. Ja, ja. Zittert vor sich hin, hey. Oh, was haben wir hier? Shotgun, alles verschottet. Oh Gott. Oh nein. Und ich wusste, dass wir hier durchspringen müssen. Das muss es sein. Na, wunderbar. Und da soll ich hinkommen? Oh, das wäre doch jetzt mal echt eigentlich ein Job für Ezio. Wo ist er denn? So ein Crossover zwischen Uncharted und Assassin's Creed wäre doch mal nicht schlecht. Würde passen. Hallo, Schatz. Spanischer Goldkelch. Wieder einmal. Ja, so ein ähnlichen hatten wir doch auch schon mal. Ist egal, die Hälfte habe ich. 31 von 60 Schätzen. Ist hier was? Nein. Ein Einschussloch. Oh Gott, Select. Select. Aha. Okay. Soll heißen, ich kann das nicht lesen. Ist aber Englisch doch. Indeed. With, ja, ja. Came to the word of the of Lima and sail of. Oh Gott, die Schrift ist eine Sauklaue. Nein. Ich kann es noch nicht genau entziffern. So. Jetzt wollen wir hier rüber. Oh Gott, muss ich jetzt dahin? Nee. Spiel, sage mir, wo ich hin muss. Dahin, okay, alles klar. Dann hier. Oh Gott. Bricht weg. Hilfe. Okay, passt. Dann hier zum Kronleuchter. Da wollte ich doch eh schon hin. Wie gut, dass wir ihn nicht runterschießen konnten. Sonst hätten wir jetzt keine Brücke. Oh, schau hier. Das ist aber ungeil. Was hat das hier zu suchen? Ich gehe mal schnell weg hier. Soll ich es mal, ich schieße es mal weg. Okay, nützt gar nichts. Vielleicht wäre das für später gedacht gewesen. Oh Gott, jetzt muss ich da dran, oder was? Muss ich da dran? Ja. Ich weiß schon, ich sehe schon. Halt dich fest. Drake, oh Gott, packe ich das? Oh, Wahnsinn. Ein Sprung des Glaubens, hui. So. Was ist denn das hier? Okay, ein Geländer. Darüber. Hier rum und zu dem Kronleuchter jetzt, oder? Ja. Steck doch mal die Waffe weg, Drake. Die Waffe behindert dich doch nur. Oh. Hier rüber. Halt dich fest. Lass mal das Glöckchen hier ertönen. So. Wunderschön. Dann geht's hier entlang und hier entlang. Boah, was hängt hier? Das ist doch aber zu einer Problemwitch hier. Sieht doch alles sehr komisch aus. So. Oh, was ist das denn? Ein riesen Schlüssel. Kranke Scheiße. Ja. Bam. Was hat er jetzt bewirkt? Oh Gott. Nichts. Ich kann jetzt hier rum, oder? Ja. Hier schön rum. Und jetzt? Ach, guck mal, hier hängt eine Kette, oder? Das ist eine Kette. Oh Gott, wenn ich jetzt falle. Okay, es ist eine Kette. Und jetzt? Ja, toll. Da falle ich doch tatsächlich. Warum aber? Ich verstehe es nicht. Oh nein, wo bin ich? Scheiße. Oh Gott, und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was war da jetzt falsch, bitte? Komm schon. Oh Mann. Die viel erwähnte Wiederholung, die ich hasse. Immer wieder Wiederholung. Naja. Jetzt mal keine Müdigkeit hier vortäuschen und die Kamera einstellen und dann hier springen. Jump and run, sage ich nur. Dieses Fass ist schon wieder da. Ich fass es nicht. Ein Fass. Komm schon. Jo. Das ist ein bisschen ein harter Sprung. Sehr unrealistisch, wie ich finde. Heppa. Jetzt läuft aber wie geschmiert hier. Schau her. Oh. Wunderbar. Die Frage ist aber trotzdem, wie geht's weiter? Bei der Kette. So wie ich das wollte, anscheinend wohl nicht. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ja, ja. Da ist die Kette.
Kann ich da irgendwie hoch? Nein. Okay. Alles in Schwung, was geht? Nein, was macht er? Warum? Warum geht denn das nicht? Ich verstehe es nicht. Langsam wird es lästig. Das finde ich nicht gut. Komm schon. Naja. Es tut mir leid, ein weiteres Mal. Aber ich muss wohl irgendwas anderes tun, als das, was ich die ganze Zeit tue. Irgendwie ist da noch was faul. Halt dich fest. Oh, geil. Was war das denn? Style. In der Luft gedreht. Nicht schlecht, Drake. Oh Gott, Vorsicht. Jetzt werde ich etwas hektisch. Ist natürlich nicht gut für unser Vorhaben. Komm schon! Mr. Fluglehrer. Fliegt selbst durch die Gegend, wie ein junger Gott. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich muss doch hier... Ach, schau her. Dann gehe ich erstmal hier hin, oder? So nämlich. Na bitte, es geht doch. Oh, hoch oder? Nee, hoch kann ich nicht. Ich kann bloß hier rüber, okay. Und jetzt hier rüber. Hoch. Und dann diesen Schlüssel hier ziehen. Und dann wird sich wohl vermutlich ein Weg öffnen, der mit der Kette zu erreichen ist. Achso, beziehungsweise jetzt ist erstmal der hier erledigt. Ah, oh, super toll. Jetzt darf ich den Weg hier wieder zurückgehen, oder was? Mann! Das ist ja lästig. Oh, ein Tepper. Komm, 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 Drake, du hast es gleich geschafft. Ja, Mann, hier nicht so rum. Nicht, wo bist du denn hin? Opa, jawohl. Okay. Nein, 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 festhalten. Die Kamera ist etwas störrisch manchmal. Oh, komm hoch. So, jetzt haben wir es aber gleich. Jetzt haben wir es gleich. So, und dann werde ich vermutlich... Ach so, damit wird das Türchen aufgehen. Das Herz wird verschwinden. Schätze ich mal. Und ich kann da rein springen von der Kette aus. Na? Ja, hallo. Aha, eine Bridge. Und da geht's jetzt hin mit der Kette. Ah, okay. Nochmal kurz hier hoch. So. Hoffentlich schließt sich das jetzt nicht gleich wieder. So, jetzt nämlich. Und, bitte funktioniere. Okay, okay. Jetzt springt er auf einmal an das Ding dran. Da wollte ich vorhin auch dran. Penner. Dann mal schauen. Okay. Safe. Geilomat. Oh, da ist wieder der Vogel. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Echt, warum muss ich das denn tun? Finde ich nicht, dass ich das muss. Erstmal muss ich hier den Schatz einsammeln. Gelb. Juwelenbesetztes Goldkreuz. Da schau einer her. Also bei den ganzen Schätzen, die wir bisher eingesammelt haben, sind wir ein gemachter Mann, oder? Würde ich mal sagen. Ohne dass sie uns sehen, das schaffen wir doch niemals. Oh Gott. Oh Gott, es wird ja dunkel. Hey. Krass. Oh. Ganz schön viel gejumpt jetzt hier. Das muss ich ja nicht gut heißen hier. Oh. So. Sullivan ist entkommen. Ausschwärmen. Sucht ihn. Okay. Runter hier. Okay. Ohne, dass sie mich sehen. Oh. Ich bin eher für die Rambo-Technik. Warum? Warum wollt ihr nicht mehr schießen hier? Okay, wo liegen hier denn noch Waffen rum? Dragon Präzisionsgewehr, geil, Omar. Jetzt auch ein Schalldämpfer und es wäre perfekt.